Ja, liegt ein Punkt innerhalb Pünktchen Pünktchen? Damit meine ich innerhalb einer vorgegebenen Begrenzung. Ich möchte das einmal deutlich machen für Geraden und einmal für Ebenen. Ihr werdet es gleich sehen, dann wird es ein bisschen anschaulicher. Es geht nicht nur darum, die Punktprobe zu machen, sondern auf noch etwas zu achten. Voraussetzung ist, dass ihr die Punktprobe beherrscht von Geraden und von Ebenen, also ob ein Punkt auf einer Geraden und auf einer Ebene liegt. Ansonsten schaut ihr da nochmal nach. Typische Aufgabe ist jetzt in der Anwendung, liegt der Punkt eben nicht nur auf der Geraden durch AB, sondern innerhalb der Begrenzung, zum Beispiel einer Dachkante, die eben durch die Punkte A und B begrenzt wird. Ihr kriegt also einen Punkt vorgegeben, was weiß ich, 2, 8, 10. Und sollt jetzt eben entscheiden, liegt er auf dieser Kante. Die meisten stellen dann eben die Geradengleichung durch AB auf, machen die Punktprobe und schreiben einfach, ja, der Punkt liegt auf der Geraden. Auf was müsst ihr noch achten? Und das kann man anschaulich deutlich machen, das ist das Koordinatensystem mit x1, x2, x3 oder xyz. Ich hoffe, man sieht es und versteht es dann. Wenn ich die Geradengleichung aufstelle, g Doppelpunkt x-Vektor gleich, braucht ihr ja einen Ortsvektor plus r mal einem Richtungsvektor. Der Ortsvektor ist zum Beispiel a, also der a-Vektor, plus r mal und dann kommt der Richtungsvektor ab. Wenn ihr jetzt die Punktprobe macht, da habt ihr euch ja sicherlich notiert, ich nehme dann den Punkt und setze ihn gleich der Geradengleichung. Ihr kriegt dann römisch 1, 2, 3 raus. Ich will jetzt nicht einzeln drauf ein, das könnt ihr in dem Video nachschauen. Und wenn ihr für r überall den gleichen Wert raus habt, dann liegt der Punkt auf der Geraden. Und jetzt müsst ihr noch auf eine Sache achten, kommt für diesen Wert zum Beispiel raus 3 überall oder anderer Wert, minus 1, dann liegt zwar der Punkt auf der Geraden, aber nicht innerhalb der Begrenzung. Warum? Wandert selber los, ihr geht im Ursprung los. A-Vektor plus, wenn 3 rauskommt, würdet ihr ja 1, 2, 3 mal den Richtungsvektor gehen und landet nicht innerhalb dieser Begrenzung. Nehmt ihr einen Minuswert, geht ihr in die andere Richtung. Und deshalb ist die Voraussetzung, wenn ihr das lest, der entsprechende Wert muss zwischen 1 und 0 sein. Denn bei 0 seid ihr bei A und wenn ihr 1 einsetzt, landet ihr genau auf B und alle Werte dazwischen, 0, seid ihr irgendwo auf der Kante. Wichtig ist, dass ihr entsprechend die Richtung nehmt, nicht dass ihr A-Vektor plus und dann nicht AB, sondern BA nehmt. Also macht euch die Notiz, einen von beiden Punkten nehmen, aber dann immer als Richtungsvektor von diesem Punkt entsprechend in Richtung des anderen. Ihr hättet also auch B-Vektor plus BA nehmen können und dann gilt wieder zwischen 0 und 1. Das gleiche Spielchen anschaulich, ihr habt ein Parallelogramm. Wieder nehmt ihr einen Punkt und es kann natürlich sein, dass dieser Punkt auf der Ebene liegt, die durch diese vier Punkte beschrieben wird, also irgendwo hier. Und ihr sollt rausfinden, ob er innerhalb dieses Parallelogramms liegt. Wenn ihr die Ebene aufstellt, zum Beispiel A-Vektor, ich kann wieder hier, das mache ich immer gerne, x1, x2, x3, ihr geht zum A-Vektor hin, plus r mal einem Richtungsvektor oder Spannvektor ja jetzt, plus s mal noch einem. AD-Vektor. AB-Vektor. Macht euch da die Notiz, geht zu einem Punkt hin und von diesem Punkt dann nicht quer durch, sondern entsprechend zu diesen beiden Eckpunkten. Wenn ihr also B genommen hättet, dann hättet ihr als Ortsvektor, dann hättet ihr als Spannvektoren BA und BC nehmen müssen. Denn dann gilt hier genau das Gleiche, wenn diese beiden Werte, das muss für beide gelten, zwischen 0 und 1 liegen, oder im Bereich 0 bis 1, dann würde der Punkt entsprechend innerhalb des Parallelogramms liegen. Ich hoffe, es ist rübergekommen. Ganz wichtig, das ist eben nicht nur die Punktprobe, ob ein Punkt auf einer Geraden oder auf einer Ebene liegt, sondern noch innerhalb einer Begrenzung. Achtet darauf, auf die entsprechenden Schritte und dann sollte es kein Problem sein.